Hey, mi amigo. Haley hat gesagt, wir sind bereit zum Erweitern. Triff mich in Molejé. Zeit für unser erstes Abenteuer. Und noch ein Geheimnis, an dem wir getüftelt haben. Wie aufregend. Bin bald da, Rami.
So, meine Damen und Herren. Jetzt habe ich auch wieder mein Mikrofon in der Aufnahme aktiviert. Das heißt, das ist jetzt wieder Live-Kommentar. Da sage ich jetzt mal nichts zu. So, das nächste Rennen wäre dann ja das hier hinten. Da müssten wir jetzt halt einmal hinfahren. Ja. Problem ist, ich muss jetzt ein bisschen nach Karte fahren, weil offiziell soll ich jetzt ja erstmal hier zum Haus hinfahren. Deswegen ist das gerade ein bisschen blöd, aber das ist ja nicht so weit. Das ist ja eigentlich nur sozusagen geradeaus. Aber ich fahre natürlich über die Straßen, ist ja logisch. So. Warum das auch immer logisch ist, fragt wen anders. Ist mir jetzt egal. So. Aha, aha. Mal schön weit ausdrehen den Motor. Finde ich sehr gut. Oh, zu spät geschaltet. Also im Kopf. Nicht hier im Spiel. Damit sich halt auch schon heute ab und zu. Sag mal, wieso ist da eigentlich die Traktionskontrolle an? Entschuldigung, jetzt muss ich mal ganz kurz hier. Hä? Ist doch aus. Will er mich verarschen? Wieso steht da unten jetzt Traktionskontrolle? Die habe ich doch ausgeschaltet. Ihr habt es doch gerade selber gesehen. Na, toll. Moment. Ganz kurz. Hier. Das wollte ich noch mitnehmen. So, und jetzt ist hier vorne links gleich das Rennen. Ganz kurz. Gleich sind wir da. Moment. Ich brauche extra mal nicht Offroad hier, die Abkürzung. Damit wir hier jetzt einfach links fahren können. So. Na, komm rum. Damit die Straße hier schon mal ein bisschen weiter aufgedeckt wird. So, sehr gut. Zack. Fahren wir das Ding auch nochmal. Diese Route führt dich quer durch die Wüste und startet mit einem von mehreren epischen Sprüngen in Dingen, wie es auch immer ausgesprochen wird, bevor du zum bombastischen Abschluss in den Fluss eintauchst. Aha. Empfohlen. Würde ich sagen, nehmen wir wieder das hier, ne? So viele Autos haben wir ja noch nicht und mit dem Kontostand würde ich gerne erstmal kein Auto kaufen. Ich weiß gar nicht warum, übrigens. So, den Schwierigkeitsgrad muss ich jetzt anscheinend hier umstellen, weil ich es vergessen habe. Horizon präsentiert, Oasis querfällt ein. So, Schwierigkeitsgrad. Experte. Speichern. Neue Driver-Tage werden heruntergeladen. Sehr schön. Was habe ich getan? Ja, war richtig. Okay, ich dachte gerade, ich habe das Rennen beendet. Das wäre ein bisschen blöd. So, los geht's. Schauen, ob ich jetzt wieder abkacke. Das wäre natürlich blöd. So, einmal hochschalten gleich. Ja. Ja, du stehst mir auch im Weg. Wow. Muss man ein bisschen mehr schalten lernen hier, glaube ich. Oh Gott, hier geht's rum. Moment. Ja, die Karre ist zum Querfahren gemacht. Ich glaube, man merkt es überhaupt nicht. So. Oh Gott. Hilfe. Hilfe. Ich schalte jetzt schon mal einen höher. Bitte komm gerade auf. Ich lenke schon mal leicht nach rechts. Ja, sehr gut. Hätte ich doch nicht einen höher schalten müssen. Hier ist eine Leitplanke übrigens. Für Leute, die es interessiert, uns nicht gesehen haben. Falls ihr gerade weggeschaut habt, da war eine Leitplanke. Ja, das ist eine sehr wichtige Information. Oh, jetzt kommt noch so ein Riesensprung, ne? Ja. Hier ist eine kleinere Stadt. Das ist nicht die Hauptstadt hier sozusagen vom Spiel. Bitte nicht wundern. Da sind wir aber schon mal in der ersten Folge, glaube ich, sogar schon durchgefahren. Also nicht die hier, sondern die Hauptstadt vom Spiel. Und man merkt, ich komme nicht so früh wie sonst auf den ersten Platz. Ich glaube, das ist wirklich so auf Messers Schneide. Ich bräuchte noch so ein Ding zwischen sehr erfahren und Experte, also ein Schwierigkeitsding. Da wäre ich jetzt erstmal angesiedelt. Vielleicht werde ich ja später noch besser. Hoffe ich zumindest mal, ja. Wäre ein bisschen blöd, wenn nicht. Ich höre auch rechts von mir schon wieder wen. Der sie da vorbeidrängeln will. Das wird aber nicht passieren. Das sage ich schon mal vorneweg. Alter, die beiden bleiben konstant vor mir und das wird auch so bleiben.
Vielleicht wäre ich noch einen Platz besser. Ja, sehr gut. Naja, immerhin. Ah, verdammt, ich stelle wieder einen tiefer. Bleibe ich erstmal. So, sehr schön. Da waren noch immer leichte Grafikfehler, aber egal. Day One Patch ist aber schon drauf. So viel kann ich sagen. Wieder Scarface vor mir, das ist echt unfassbar. Das sehe ich echt nicht ein. So. Laden, laden, laden. Sag mal, hat sich das Streamer-Modus gerade zurückgestellt eigentlich? Ich habe gerade so ein bisschen die Befürchtung. Da muss ich jetzt tatsächlich mal ganz kurz schauen. Streamer-Modus ist an. Wieso sinkt denn da wer? Für den Streamer-Modus auch gesungen, sehe ich gar nicht ein. So, warte. Schön. So, ja gut. Das werde ich halt dann nach dieser Folge hier, werde ich dann mal, bla. Wir fahren jetzt erstmal hier unten. Sag ich kurz vorneweg, nach der Folge hier werde ich dann mal, wenn ich dran denke, werde ich dann mal die beiden Rennen nochmal für Platz 1 machen. So, hier schon mal für Schnellreise. Obwohl es eigentlich noch gar nicht freigeschaltet ist. Und dann mache ich jetzt schon mal ganz kurz, bevor ich es vergesse, schon mal den hier. Aber es war komisch, dass da gerade Traktionskontrolle angeht. Guck mal hier, das ist aus, ABS ist aus, Lenkung Standard, muss ich eigentlich nochmal so testen. Mache ich dann bei den Rennen, die ich nachfahre. Traktionskontrolle ist aus, Stabi ist aus, das ist normale Handschaltung, alles wie immer. Von allen Teilen vorher alles übernommen, aber irgendwie, es gab es in Horizon 3, glaube ich, auch mal den Bug. Guck mal, jetzt wird Traktionskontrolle unten zum Beispiel gar nicht mehr angezeigt. Das ist irgendwie komisch. So, und ich müsste jetzt einmal hier hoch. Ja, war eine tolle Idee. Oh, schaffen wir gar nicht. Oh Gott. Okay, wir schaffen es. Sehr gut. Hier geht's weiter. Ich würde jetzt gerne das Querfeld-Einrennen im Dschungel machen. Und dann bin ich hier richtig. Ich muss ab und zu leider auf die Karte schauen, bis wir jetzt das Kapitel abgeschlossen haben, weil ich würde es gerne vorher machen. Sozusagen fahren wir jetzt erstmal gerade durch und dann einfach links. Ja. Sozusagen halt, ne? Hilfe. Achso, dass das mit der Schatzkarte nicht funktioniert, das könnte übrigens daran liegen, dass ich... Ist da ein Schild? Das ist ein Schild, oder nicht? Das ist ein... Welldach. Ja. Ich werde nicht jünger. So. Hier ist ein Schild. Schön. Ah, mit meinem Gefühl wenigstens nicht im Stich gelassen. Dass es mit der Schatzkarte nicht funktioniert, das könnte sein, dass ich ungefähr angefangen habe. Ungefähr, kurz rechnen. 9 Stunden, glaube ich. Ja, 9 Stunden kommt hin. 9 Stunden vor offiziell Deutschland-Release angefangen habe zu spielen. Ja. Daran könnte liegen, dass die Schatzkarte noch nicht so richtig funktioniert. Aber das könnte dann der Fall sein. So, und bevor wir jetzt das hier machen, fahren, mache ich das, was die anderen jetzt auch machen, nur mit einem anderen Auto. Und das Schild wollte ich auch noch mitnehmen. Das wusste ich nämlich schon vorher, dass das hier steht. So. Ich stelle mich mal hier kurz hin. So. Auto wechseln. So, sortieren, Performance. Wer hätte es gedacht, wir haben kein neues. Die Frage ist, nehme ich jetzt den hier? Na komm, ich nehme den hier. Der ist schon am schnellsten von dem, was wir gerade aktuell da haben. So, und dann fahre ich nochmal ein bisschen weiter zurück. Diesen Platz haben wir ja nämlich noch da hinten. Stopp. Perfekt, hier auf der Kante. So. Das wollte ich nicht. Ah, das ist die Traction Control. Jetzt habe ich's. Okay, und los. Ja, einmal habe ich falsch geschaltet. So, das sind alles Online-Spieler. Daher kann man nicht reincrashen, keine Sorge. Ich kann einfach Vollgas gerade durchheizen. Ist jetzt aber schön, wie er gerade ausgewichen ist im X5. So, schalten hier. Jetzt einfach mal Vollgas. Jawohl. Das reicht 100 Pro nicht für 3 Sterne. Wir landen noch nicht mal im Wasser, glaube ich.
Nee, das reicht nicht für 3 Sterne, oder? Nee, siehst du, da hinten fehlt einer. Ja, da müssen wir später halt nochmal wiederkommen. Ich wollte es nur mal gemacht haben jetzt. Schon mal. Weil viel schneller hätte ich ja nicht sein können. Außer einmal habe ich mich vielleicht verschaltet. Vielleicht schaue ich einfach mal, wie viel fehlt. Oh, so viel fehlt gar nicht. Ich glaube, wenn ich richtig schalte, dann könnte das tatsächlich funktionieren. Komm, einmal probieren wir es noch. Macht ja auch Spaß. Auch wenn es an meiner Stimme mit Sicherheit nicht so oft raushört. Ich würde das hier alles nicht machen, wenn es keinen Spaß machen würde. Ja, macht auch, glaube ich, Sinn, ne? So. Hier. Bauen wir mal kurz zurück. Ich glaube, mit Allrad hätte ich ja auch schon viel Abhilfe gemacht, obwohl dann die Karre natürlich auch schwerer wäre. So. Jetzt mal einmal Vollgas zurück. So. Ich starte auch nicht hier auf dem Schotterzeug. Ich glaube, damit gewinnt keiner was dazu. So, aber ich glaube... Wieso bin ich nicht im Rückwärtsgang? Ich glaube, wenn ich hier vor dem Ding hier anhalte, dann zählt das noch hier, wenn ich auf dem Rasen stehe, als normale Straße. So, kurzer Test. Das ist wieder die Traction Control. Und wir stehen nicht gerade, ne? Ah, ist egal. Sind zu früh geschaltet wieder. Bin noch nicht gerade gestartet jetzt tatsächlich. Man muss halt immer den perfekten Schaltpunkt abpassen, wenn der Gang komplett ausgedreht ist. Ja, siehst du, wieder zu spät. Ich habe aber das Gefühl, dass das nicht viel weiter sein wird. Fühlt sich aber irgendwie weiter an. Ich weiß gar nicht warum. Schön durch die Kabel durch. Und... reicht immer noch nicht. Haben wir denn wenigstens die Entfernung verbessert? Ja. 7 Meter haben wir, glaube ich. Vorher hatten wir 521, glaube ich, ne? So, okay. Hier geht's weiter. Wow. So, dann fahren wir jetzt endlich mal das Querfeld einrennen, aber nicht mit dem Senna hier. Das wäre... naja. Ich sage jetzt mal nichts dazu. So, hier. Müsste ja einfach hier gerade durch sein, ne? Oder? Schauen wir mal ganz kurz. Ja, Zoom ist hier mit. Hallo? So, jetzt. So. So, jetzt bremse ich mal ein bisschen früher. Ich werde nicht da hinten durchfahren. Veranstaltung betreten. So, empfohlen ist der hier. Ja, der hier oben ist mir ein bisschen zu langsam, deswegen fahren wir den hier jetzt nochmal. Tatsächlich. Horizon präsentiert. Flugplatz Querfeldeinstrecke. Los geht's. So, nicht einmal verschaltet. Möchte ich kurz festhalten. Aber scheiße gefahren. Das bleibt unter uns. So, habe ich schon hochgeschaltet? Ja, ich weiß es nicht. Ja, ja, ja. Langsam komme ich rein. Also ins Fahren hier natürlich, meine ich. Bitte nicht falsch verstehen. Abgrund der Gesellschaft. Ja, du hast völlig recht. Schade, dass es dir jetzt aufgefallen ist. Tut mir leid. Ich werde das in Zukunft noch besser betonen, damit du bessere Kommentare schreiben kannst, weil du sonst nichts hast. Es tut mir leid. Du kannst ja auch nirgendwo anders schauen. Ich bin ja auch der Einzige, der das Spiel gerade zeigt. Ne? Das natürlich auch, ne? Ja, das ist schon ein bisschen blöd. So, warte. Abkürzung. Ja, 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 sehr gut. So, man sieht wieder, Schwierigkeitsgrad wieder einen tiefer gestellt. Schon bin ich früher weiter vorne als eben. Auch wenn man das eigentlich ein bisschen pro Strecke vergleichen müsste, bin ich mir gar nicht so sicher. Muss man das eigentlich pro Strecke vergleichen jetzt? Würde auf jeden Fall ein bisschen mehr Sinn machen, oder? Ah, na gut.
Würde auf jeden Fall ein bisschen mehr Sinn machen, glaube ich. So, hier. Muss mal öfters richtig schalten. Hört sich auch blöd an. Na. So. Oh Gott. Ah, da geht's lang. Ich dachte, rechts vom Hangar geht's lang, aber irgendwie war ich da gerade drauf fixiert. Ich weiß gar nicht warum. Nach links, nach links. Ja, ohne die Offroad-Reifen ist das schon ein bisschen. Sind halt die Standardreifen sozusagen hier drauf. So, und dann ab in der letzte Runde. Oh, das war überhaupt nicht gut. Wir sind noch von der Bank weggeblieben. So. Es wäre übrigens auch geil, wenn man irgendwie einstellen könnte. Auch wenn es nur vom Rennen ist, für jedes Einzelne würde ich sogar auch machen, dass man die Launch Controller zum Start nimmt. Oder macht er das? Ich habe da jetzt ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Oh Gott, das war ja gar nichts. Viel zu langsam. So, okay. Sie sind aber schon ein bisschen dichter dran hier, habe ich das Gefühl. Also ich kann mich nie so vom Feld absetzen. Also schon ein bisschen, sieht man ja unten links auf der Karte auch. Aber nicht so krass. Ich meine, klar, wenn ich es jetzt noch tiefer stelle in den Schwierigkeitsgrad, aber irgendwie will ich auch ein bisschen Credits haben, ne? Das ist, glaube ich. Und im Laufe der Zeit hier will ich natürlich auch den Schwierigkeitsgrad immer ein bisschen höher drehen. So, sehr gut. Erster. Na, endlich. Okay. Sehr schön. Kann ich eigentlich schon Wheelspins drehen? Ich habe bis jetzt noch keinen einzigen gedreht, obwohl ich doch mit Sicherheit schon mein Level up hatte. Ich bin schon Level 6. Hallo? Was ist hier los? Wheelspin 5. Aha. Wusste ich's doch. Naja, gut. Okay, was ich jetzt noch mache, ist, glaube ich, die drei Schilder hier holen, die wir schon aufgedeckt haben. Wäre, glaube ich, eine Idee, ne? Fahren wir erstmal hier nach links. Die sind ja auch unten links auf dem Minimap sind die auch markiert. Ich quatsch, glaube ich, ein bisschen zu schnell, deswegen stolper ich immer mal über meine eigenen Worte. Ja, siehst du? Ich merke das gerade. Ah, das hier oben. Muss ich hier nicht. Muss ich hier nicht hoch? Ja. Nicht, dass man hier hochspringen muss. Juhu, mit der Front Vollgas drauf. Sehr gut. Hier. Oh, ein bisschen schneller muss ich fahren. Wehe. Okay, ich dachte schon, ich knall jetzt oben gegen, dann wäre natürlich auch nichts. So, das Ding steht hier 100 pro oben auf den Container drauf, oder? Ah ne, steht einfach hier. Sehr gut, okay. Haben wir die Dinger hier auch? Dann würde ich sagen, fahren wir noch das Rennen hier. Und danach ist die Folge tatsächlich schon vorbei. Wieso habe ich das nicht? Ach, das haben wir mit Sicherheit aufgedeckt, wo war, wo endet das Rennen denn? Ist das ein Rundkurs? Ne, ein Griprennen ist das. Wo endet das denn? Doch, das ist ein Rundkurs, okay. Ach, stimmt. Ich will mal auf A für eine Route drücken. Warte mal. So, hier jetzt. Wo muss ich lang? Die nächste rechts. Und dann einfach die nächste links und dann sind wir ja schon in der Stadt. Okay, warte, ich fahre ganz kurz weiter. Damit die Straße da unten ein bisschen weiter aufgedeckt wird. Wenn da so ein kleiner Fitzel fehlt, das... Achso, der hat gerade auf Launch Control gemacht, deswegen konnte ich nicht sofort Gas geben. So, wieso ruckelt das Spiel eigentlich gerade so? Ich hinterfrage das am besten gar nicht. So. Ja. Mini-Bergfahrt hier sozusagen. So. Jetzt kommen wir auch langsam wieder in den wüstigeren Bereich. So. Ins Terminator-Gebiet. Aber ich glaube, dafür brauche ich mal noch ein bisschen mehr Wüste.
Und ich glaube, dann wäre es auch FSK 16. USK 16 meine ich natürlich. Ist ja was anderes. FSK heißt übrigens, für Leute, die es noch nicht wussten, für sensible Kinder. Tatsächlich, ja. Wisst ihr das jetzt auch endlich mal? Aber Spiele werden ja mal von der USK gemacht. Das ist nochmal ein bisschen was anderes. So, hier einmal links. Achso, die Straße ist da unten. Ja, gut. Okay, stopp. So, die nächste einmal links. Ich habe ein bisschen Angst, so nah ans Haus ranzufahren, weil ich dann immer die Befürchtung habe, dass dann automatisch eine Cutscene getriggert wird. Also natürlich nicht. Und die Straßen fahre ich erstmal so lange ab, bis wir die auch dann aufgedeckt haben. Logischerweise. So. Hier. Siehst du, wollen schon ein paar mehr fahren hier. Zack. Solo. Nimm eine gewundene Hügelstraße durch die Anhöhen von Dingen in Angriff und schlängle dich dann durch den engen durch die engen Gassen der Stadt. Mein Gott. So, ja, komm. Wir fahren eigentlich nur noch das Auto jetzt. Ist, glaube ich, schöner, ne? Horizon brennt. Muldingen gebrennt. So. Wow. Ja, danke fürs Blockieren und für gar nichts. Beides gleichzeitig tatsächlich. Wer hätte gedacht? So. Da können wir ein kleines bisschen abkürzen. Oh Gott. Ja. Ich bin Profi. Jetzt schon fast Erster innerhalb der ersten Runde. Ich finde, die Driver-Tare können noch mal ein bisschen mehr besser skaliert sein, finde ich. Das war nicht gut. Boah, Alter, komm doch mal rum, verdammt. Meine Güte, nee. Den Windschatten auskosten natürlich. So, und jetzt mache ich mal Underbraking. Pass auf. So, ja, war zu spät. Sehr gut. Obwohl, nee, ging noch. Sehr schön. Wow. Hilfe. So. Sehr schön. Wow. So. Ach nee. Eine Runde fehlt ja noch. Die Runde ist ein bisschen länger immer. Deswegen dachte ich, hatte ich schon im Zeitgefühl, dass wir schon in der letzten Runde sind. Ist natürlich nicht so. Der gibt nicht auf, ausgerechnet ein Peugeot-Fahrer. Wenn ich gegen den verliere, ist das äußerst peinlich. So. Oh Gott. Entweder ist das Tuning scheiße oder ich war scheiße. Ich glaube beides. Habe ich zumindest im Gefühl. So, jetzt letzte Runde. Wer hätte es gedacht? Haben wir alle gedacht. Ja, deswegen sage ich es ja. So. Boah, Alter. Wieso bremse ich denn immer so spät, verdammt? Ja. Was mir gerade noch einfällt, wir haben ja gerade eben bei Gefahrenschild, bei dem Gefahrenschild, so, ein bisschen Deutsch wollen wir ja beibehalten,
haben wir ja mit dem Senna, hätte ich ja vielleicht mal nachschauen können, ob man da Stock schon die Achsübersetzung, ein bisschen, also die Getriebeübersetzung meine ich natürlich, ob man die ein bisschen kürzer ziehen kann, dass man dadurch dann vielleicht ein bisschen mehr Geschwindigkeit raus hat. Das schaue ich jetzt gleich sofort mal nach, wenn ich es nicht wieder vergesse. Bin ich, ja, natürlich. Bin natürlich typisch. Aber wundern wird es mich natürlich auch nicht. So, hier. Jetzt Ziellinie. Zack. Mhm. Oh, wir haben schon 33 Minuten auf der Uhr, sehe ich gerade. Ja, wie die Zeit manchmal verfliegt. Da mache ich die Folge jetzt halt mal ein bisschen länger. Okay. Ich wundere mich gerade schon. So. Okay, dann würde ich sagen... Hey, Jane, dein Name fällt in letzter Zeit öfter. Was du auch tust, mach weiter so. Wir haben große Pläne umzusetzen. Okay, da war der Untertitel nicht so ganz richtig. Ist auch das erste Mal, dass es mir aufgefallen ist, tatsächlich bis jetzt. Hier, war mit Sicherheit schon mal irgendwo falsch, aber das ist, glaube ich, menschlich, ne? So. Na, hier. So, dann schauen wir mal ganz kurz. Nein, hier mit Sicherheit. Da. Hier kann man nichts verändern. Okay. Gut, beim Reifendruck und so könnte man vielleicht nochmal ein bisschen rumexperimentieren, aber tatsächlich kann man es nicht verändern. Okay. Dann. Wie gesagt, die beiden Rennen da, wo wir nicht Erster geworden sind, die mache ich jetzt nach der Folge sofort offscreen. Dann würde ich nochmal ganz kurz schauen. Vielleicht könnten wir... Das Schild holen ist mir jetzt zu gefährlich. Das Schild könnten wir jetzt nochmal kurz in der Folge hier holen. Kurze Frage. Kurzer Test, besser gesagt. Okay. Okay. Jetzt macht die Launch Control komischerweise nicht. Wie muss man denn... Ah ja, okay. Die Launch Control funktioniert... Wüsste damit Sicherheit schon, wenn die Folge hier rauskommt, aber ich sage jetzt mal trotzdem. Einmal irgendwo in irgendeine Richtung schalten, dann Bremse komplett drücken, logischerweise, und dann einmal Vollgas geben. Dann macht ihr die Launch Control an und dann könnt ihr einen Burnout machen. So, ja. Schön. So, wo das Schild steht mit Sicherheit einfach hier oben drauf, 100 Pro, oder? Ja, natürlich. Okay, dann muss ich halt von hier oben. Gut, das Schild machen wir jetzt auch nicht. Dann müsste ich mich jetzt schon tatsächlich verabschieden. Dann hole ich auf dem Weg, wenn ich hier gleich offscreen hochfahre und die beiden Rennen fahre, hole ich das Schild hier nochmal, wenn das nicht so schwierig ist. Ich glaube, da verpasst jetzt keiner richtig was. Das mache ich nochmal. Und gut, dafür müssten wir dann halt eine Karre aufbauen, ne? Ja. Generell müssten wir mal Autos aufbauen, tatsächlich. So, okay, dann würde ich sagen... Pass auf, hier einmal, nein, zurück. So. Kurze Frage. Warum auf einmal kann ich eigentlich schon online? Ach so, okay, ja gut. Macht Sinn, ne? Kann ich eigentlich irgendwo auf online wechseln automatisch? Kolonne? Wie wir alle wissen, lieben Horizon-Fahrer Kolonnen. Hier kannst du eine starten oder einer beitreten. Was meinst du? Okay, Kolonne verwalten, Freunde einladen, Kolonne suchen, Kolonne verlassen, Kolonnen Privatsphäre, nur mit Einladung. Freunde können beitreten. Ich habe das automatisch auf nur mit Einladung gestellt, tatsächlich. Aber ich würde tatsächlich mal... Deine Verbindung wurde unterbrochen. Bitte versuche es später erneut. Was? Wieso? Auf einmal? Egal. Auf jeden Fall kommen wir jetzt mal endlich mal zur Verabschiedung. Wir haben schon fast 40 Minuten auf der Uhr. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich für heute und wir sehen uns in der nächsten Folge von Forza Horizon 5 wieder. Bis dahin, macht's gut.